Soll ich mal Pokémon singen? Nein. Im Chat? Nein. Doch mal. Du bist bestimmt instant gebannt oder so. I wanna be the very best, like no one ever was. Bei dem geht's voll um Leben und Tod. Und das ist so Scheiß rein, Alter. To catch them is my real test. Hey man, it's Pokemon. Everybody loves Pokemon. Russian! Whoa! Soll ich mal die Rockmusik im Chat machen? Ja man, jetzt gerade ist es bei meinem Triple Kill. 40 Kill! Alter! Uwe, das wird Days! Den letzten Augen, komm schon! Uwe, du hast Days! Das ist Gold Ace! Nice, Mann, Alter. Das ist voll gut, Alter. Leck mich am Sack, Mann. Alter, ich hab gerade auch so ein bisschen Erektion bekommen. Ich feier das gerade voll, Mann. Nice Ace, dann genau. Nice Ace. Thanks. So tun, ob als es gar nichts Besonderes wäre. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten kurzen Video. Ihr habt jetzt gerade gesehen, die Ace-Runde von mir, meine erste Ace-Runde. Ich fand es ziemlich witzig, war mit Sicherheit Luck dabei und passiert auch bestimmt euch Bro-Gamern häufiger, aber für mich, beziehungsweise für uns war es was Besonderes. Deswegen habe ich kurz das Video ein bisschen zusammengeschnitten, fand es ganz cool mit der Musik zusammen und habe gedacht, bevor ich es jetzt so ganz kurz lasse, tue ich hier nochmal kurz meine restlichen Kisten öffnen. Ich habe hier noch ein, was weiß ich, was alles rumliegen und dann sage ich mal einfach kurz, machen wir ein kleines Case-Opening mit rein, dann ist es vielleicht auch noch für euch noch ein bisschen interessanter reinzuschauen. Dann fangen wir mal direkt an. Ich will jetzt gar nicht lange rumquatschen. Das habt ihr in anderen Videos genug. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen Glück. Wäre nice, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Und könnt natürlich auch gerne einen Daumen hoch geben, wenn ihr die Ace-Runde gut fandet. Die ist in ziemlich gutem Zustand, wie es aussieht. Könnte ich verwenden. By the way, ich habe jetzt noch ein Wettkampfspiel zum Gewinnen. Dann werde ich endlich gerankt. Oh, nice. Dark Water USP. Freut mich. Die finde ich ziemlich nice. Zustand ist schlecht, okay. Aber die werde ich wohl dann auch traden oder mal verwetten. Die haben einen ganz ordentlichen Wert. Passt soweit. Bin ich zufrieden mit. Anschlüsse müssen wir noch kaufen. Kann ich vorhin nicht kaufen. Kein Problem. Viel Spaß. Hoffentlich. Schlüssel benutzen. Jo, am Wochenende wird eventuell noch ein größeres Case Opening kommen. Mit mehreren Kisten. Auch wings habe ich auch nicht schon fünfmal. Die Dark Water wäre nice gewesen. Aber gut. Wie gesagt, am Wochenende. Sonntag vielleicht. Wieder mit Livestream. Letztes Mal hat ein paar Sachen nicht ganz so gut geklappt. Diesmal werden wir hoffentlich gewappneter sein. Und das Ganze nicht so hektisch nach bearbeiten. Oh, okay, das war jetzt gerade natürlich richtig mies. Hier die Death by Kitty vorbei und die Galil so richtig kurz vorbei gehuscht. Memento, okay, schade. Wir direkt weiter, lassen wir uns jetzt heute überhaupt keinen Stress. Deswegen, ich habe wie gesagt so ein paar Reste noch aufgearbeitet, dass die Kisten mal wegkommen. Von Sonntag kommt natürlich mehr. Der Galil, finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich mag die Waffe an sich nicht. Ich spiele nicht gern mit der Waffe. Deswegen finde ich es schade, aber der Skin an sich gefällt mir ziemlich gut. So, was haben wir hier? UMP Labyrinth. Die ist eigentlich ziemlich Standard von der Optik. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber auch nichts Besonderes. Oh, Operation Breaker habe ich glaube ich noch zwei. Guck mal gleich zwei. Oh, ich weiß es nicht. Egal. So, zwei Schlüssel. Und Schlüssel benutzen. Das kriegen wir im Butterfly-Messer, wäre jetzt natürlich richtig nice. Oder hier auch natürlich alles andere. Die Urban Hazard MP7 sieht auch ziemlich nice aus, aber ich habe da schon die Star Trek. Deswegen werde ich die wohl nicht benutzen.
So, die Conspiracy habe ich schon mal bekommen. Water Elemental oder alles hier unten wäre natürlich richtig fett. Es ist G08. Ist auch eine Waffe, die ich ganz seltener spiele. Eigentlich fast nie. Weil ich eh nicht so der bin, der immer so gut trifft. Oh, jetzt muss ich da noch einen Schlüssel kaufen. Okay. Kein Stress, kein Stress. Jo. Ah, okay. Auf jeden Fall nice. Die Bison Osiris. Mal sehen, wie der Zustand ist. Sieht richtig gut aus. Ist auch ein guter Griff auf jeden Fall. Für so eine Reste-Auswertung. Die werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Und mit der Spielen, die Bison nimmt man sich ja oft in so Halbsparrunden oder wie man das nennt. Dann gehen wir direkt weiter. Hier die AK Wasteland Rebel finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Die finde ich auch richtig, richtig nice. Für so einen blauen Gegenstand finde ich die optisch sehr geil und werde ich eventuell auch ausrüsten. Mal gucken. So, jetzt haben wir noch die Winter-Offensiv-Kiste. Asimov, geil. Hier nicht, muss eben nicht unbedingt sein. Kobalt. Haftone. Naja, nicht so der Reise. Airdress, was haben wir hier noch? Behälter öffnen. Ich brauche erst Chroma-Kisten. Okay, einen Moment. Ich hole kurz noch zwei und dann haben wir es für heute. So, willkommen zurück. Ich habe jetzt irgendwie doch drei gekauft. Deswegen müssen wir gleich noch einen Schlüssel holen. Aber dann haben wir es für heute geschafft. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nur so ein kurzes Key-Opening ist. Dual Burters Urban Shock ist nicht schlecht. Hoffentlich ist der Zustand gut wenigstens. Naja, scheiße eher. Aber egal. Wie gesagt, heute ist nur so Reste verwerten. YOLO. Okay. Die wäre geil gewesen, die Manowar. Nochmal die Dual Barretters wären natürlich besser gewesen als die Krotto, aber okay. Jetzt noch einen Schlüssel kaufen, dann haben wir es heute geschafft. Gebt einen Daumen hoch fürs Video, wenn ihr mehr sehen wollt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr jetzt sagt, okay, das war am Anfang war nur Luck oder so. Oder war ganz nice. Ich fand es ganz cool, war auf jeden Fall meine erste Ace-Runde. Und ein bisschen Luck gehört ja auch mal dazu. Von dem her, jo, passt. Glock 18 Star Trek Catacombs ist ein schöner Abschluss, passt für heute. Wie gesagt, am Sonntag wollen wir einen Livestream machen, ich denke mal wieder abends mit Mike dabei, vielleicht noch den einen oder anderen dazu, je nachdem. Auf Twitch könnt ihr natürlich schon mal followen, wenn ihr es nicht verpassen wollt. twitch.tv/hangemaulp zusammengeschrieben. Link werde ich wahrscheinlich in die Videobeschreibung reinpacken, damit ihr es auch findet. Jo, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, gebt einen Daumen hoch und danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.